Ja, also, wenn er jetzt mal so gesagt in dieser Welt, wo wir schon überall drinne waren, auf ein bestimmtes Gebäude guckt, werdet ihr gleich sehen, um was sich in diesem 10. Part der die nächste Eigenschaft handelt, die ja schon im wie hieß dort im Intro so gesagt gesehen hat, um was es sich heute handelt, wissen ja, wo es weitergeht. Die es nicht wissen, einfach nur irgendwie mit Ohren was anstellen, also zuhören. Gut. So, und man, ja, schöne Sprechblase, die brauchen wir aber erstmal nicht. Und man sieht, dass das Schlachthaus, so gesagt, kein Licht mehr brennt. Was soll denn das jetzt bitteschön heißen? Warum brennt da kein Licht mehr? Kann ich euch gleich sagen. Ich will bloß gucken, ob man so meiner Helm hier so eine hat. So einen Minenhelm. Ein bisschen Licht machen kann. Sieht aber, glaube ich, nicht so aus, ne. Oder? Ist hier irgendwie ein Licht erzeugen, ein Helm? Wenn nicht, dann werde ich nochmal kurz den. Ja. Den Light Mod anschalten. Das ist die Lichteinstellung. Sieht aber nicht so aus, als ob das hier drin ist. Das hätte ich jetzt schon längst entdeckt, glaube ich. Naja, okay, ist doch erstmal egal. Mit was kann man denn so gesagt ein bisschen Licht erzeugen? Aber ohne dass wir da wieder tausend Fackeln hinstellen müssen. Ist doch erstmal egal, wir setzen fort, also gehen wir auf I, C und ja, C-Strich Light. So, also so gesagt ist diese Fabrik hier jetzt komplett nicht mehr in Betrieb gesetzt worden. Und manche denken jetzt bestimmt, ja, wo ist die andere Fabrik davon? Ja, die kommt auch noch vor. Aber erstmal schauen wir uns erstmal das noch ein bisschen als Abschied an. Weil wir dann hier gerne, weil wir dann generell nicht mehr hier reingehen werden. Also gucken wir noch mal kurz uns die Anlage an. Und dann heißt es nachher, tschüss. Auf Wiedersehen, alte Fleischerei. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, müsst ihr, so gesagt, Part 1 und 2 oder Part 5 und 6 anschalten. War das 4, 5, 4 oder 5, glaube ich, war das. Ne, Part 5, 4, man weiß ja am Anfang LP von diesem Modpack, dass wir da schon zweimal groß drinne waren. Naja, auf Wiedersehen, Trennung ist schwer. Und der Blubberter Spider käme wieder umher. Was für ein schöner Reim. Was hast du denn für ein. Naja, ich kann mal wieder nicht reimen. Wozu auch? Also, so gesagt, sieht das ungefähr. Dann ist diese Fabrik nun außer Betrieb gesetzt worden, offiziell. Jetzt denken bestimmt manche Typen, der die andere ist doch tausendmal kleiner. Tausendmal größer ist er auch nicht, aber im Intro habt ihr bestimmt schon einige Ausschnitte gesehen von der zweiten Fleischfabrik. Warum macht Spider-Kick gerade Fleischfabriken in seiner Show drin? Sag mal, ist der so ein Fan von Blut? Leute im Horrorfilme kommen auch Blut vor, und wie gesagt, Metzger ist ein normaler Beruf, also. Leute, die ihn so weit nicht sehen wollen, einfach abschalten. Mehr sage ich dazu nicht. Einfach einen anderen Let's Player anschalten.
Ich zwinge ja Kinder, sich ihn anzusehen. Wenn so gesagt Leute damit einverstanden sind, aber irgendwie denken, dass man da bessere zeigen kann, da ist man heute mal so gesagt leider auf dem Holzweg. Ja, auf ein Holzweg. Gut. Und damit geht es weiter. So gesagt im Großabteil. Zuerst möchte ich erstmal das Licht wieder ausschalten. Gut. Und jetzt geht es zur anderen großartigen Schlachtfabrik. Und wie es aussieht, ist es gerade Winter geworden. Mich soll das nicht stören. Stört mich eigentlich so gesagt gar nicht. Wo sind jetzt die anderen Fabriksbeiler? Okay, du flunkerst dann halt wieder wie am laufenden Band. Hier ist er. Und ich will euch erstmal zeigen, wie groß die von oben ist. Dass ihr auch wisst, dass diese Fabrik von der Herstellung, von der Produktion, von den sogenannten Arbeitsbedingungen viel größer ist als die andere. Und man sieht ja schon, dass das ein gigantisches Gebäude ist. Und jetzt sind bestimmt die Leute wieder alle genervt. Und sagen, Spider-Kill, du kleines Arschloch, was denkst du dir dabei? Warum machst du immer nur das gleiche im LP? Fleischfabrik und dann Imbissbude, wieder Fleischfabrik, ja. Dann dämliches Geblubber über eine Fleischfabrik. Gut. Nun gehen wir mal, so gesagt, wie man weiß, ist das in die LKW-Ladestation. Und dann wollen wir mal hier hineingehen. Bevor es aber losgeht, möchte ich eins machen. Also, herzlich willkommen in den großen Neubau einer ebenfalls wieder eine Fleischindustrie, die aber auch wieder keine Mitarbeiter oder Arbeitsstoffe hat. Damit meine ich die blutigen Angelegenheiten. Ja, und man sieht da schon gigantisches Schienensystem, was sogar hinten gar nicht mehr zeigt wurde. Das muss bestimmt richtig lange sein. Das Gebäude. Und hier sieht man ja noch ein paar anmontierte Haken, also Fleischerhaken. Also soll man sich so vorstellen, dass die hier noch hängen. Ist die Fabrik jetzt stillgelegt oder ist die in Betriebnahme? Tja. Ich sag's mal so, die ist zum Verkauf, die ist zum Verkauf gedacht. Also, hier könnte eine neue Firma einziehen und dann, so gesagt, sich hier wieder viel Kohle machen mit Fleischdingens. Okay. Man sieht ja auch, dass die Decke viel höher ist und dass das Kransystem auch ein wenig nach oben gebaut ist. Man sieht ja hier wunderbare Fleischerhaken. Versüßt mal ein bisschen den Leuten den Tag. Mehr gesagt, ich versauere den Leuten den Tag. Versauer, hauer, sauer, hauer, sauer, hauer, sauer, hauern. Ganz genau. Versauer, hauer mal den Tag, Spider-Kill. Erstmal so gut wie, du bist gerade so klug in deinem Kopf, als würde Family Guy dein Allgemeinwissen steuern. Okay. Family Guy Allgemeinwissen, ich fange mal an. Ganz genau, Peter Griffin Gelache. Frisch von Spider-Kill vorgestellt. Ach, wie schön. Man sieht es, was hier, dass das viel moderner ist als mit der anderen Fabrik. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade als moderner empfindet, aber wenn man so gesagt, auch diese hochmodernen Türen, also die Türen sind ja viel größer, sind auch wieder Schiebedoppeltüren, die man auf und zuschiebt. Sieht man ja,
ist halt nicht so langweilig weiß wie in der anderen, sondern ein bisschen professioneller dargestellt. Ganz genau. Und dann sieht man hier auch schon wieder Gänge über Gänge über Gänge, noch mehr Gänge und Gänge mit Enge und Schlänge und Bänge und bla 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 und bei Angel TV. Ja. Bei Angel TV, ach du Scheiße. Was ist denn das nun wieder? Wird bei Angel TV etwa hier drin gedreht? Bei Angel TV in einer Fabrik, die gerade zum Verkauf gedacht ist? Jo. Wir haben ja keine Kohle dafür, mir sowas anzueignen. Aber Spider-Kill ist mal wieder so ein freches Arschloch und geht da einfach mal frech rein und denkt, ja, ich bin, die gehört mir, ich kann da mir eine schöne Disco draus bauen. Schöne Disco. Fleischerbrick-Disco, auch cool. Aber musst du erstmal Geld für haben, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Ja, nicht wahr? Überms Bürgers, Alter, passt perfekt hier drin. Ich weiß nicht, ob Bob Belcher sich das gerade leisten kann mit seinen, wenn ja in seiner Gastronomie sieht oben der Miete nicht hinhaut. Ich weiß nicht, ob Bob Belcher sich gerade nochmal eine Fleischindustrie aneignen will. Ich meine, die ist ja zum Verkauf gedacht. Jo. Kommt ein Minecraft-Bob Belcher rein. Und eine Minecraft-Tina! Ganz genau. Ja, und dann stehe ich hier rum und bin auf lamer, langsamer Art zum Vorstellen. Ich glaube, der Part wird noch so richtig schön langweilig werden. Ei, wie schön. Ein Part zum Layman. Ja, das wünscht sich wahrscheinlich jeder von Spider-King. Dass der wahrscheinlich gar keine Aufrufe mehr einkassiert. Dass er irgendwann sagt, das gebe ich aber auf, jetzt mache ich irgendwas anderes. Jetzt fange ich an, Bücher zu schreiben. Gott den Willen, Bücher schreiben. Das habe ich nicht drauf. Also, ob ich Bücher schreiben kann. Denkst du, von wem soll ich denn so eine Idee bekommen haben? Ich mache ein LP. Was nicht gerade, ist nicht gerade so okay. Aber egal. Spider-Kill ist nun mal, bezahlt nun mal mit, ja, es fällt mal wieder mal keine Reimerei ein. Dann hör doch auf zu reimen. Nein, möchte ich nicht. Ich habe die Reimererkrankung. Ich habe so gesagt, die Erkrankung failet Reimbulla. Failet Reimbulla, alles klar. Also, failet Reimbulla ist eine Krankheit, da versuchst du zu reimen, kannst aber nicht reimen. Sehr schön, failet Reimbulla. Wie süß. Gefällt jeden, nicht wahr? Yeah, Fälle dreimal schön. Das Wort noch öfters. Als ob alle, was weiß ich. Als ob alle Family, also heute für mich echt keiner redet hier mein. Das merkt man schon. Ich sitze mal da und mach, dann rede doch mal über Candy Crush, hast du doch mal ein paar zwei erwähnt. Ja, Candy Crush, dann hängen gigantische Zuckerstangen rum. Dann werden die Zuckerstangen auch erwidert und dann gibt es nachher statt Fleisch und schöne Süßigkeiten. Dann gibt es nachher eine Süßerei und keine Fleischerei. Spider-Kill Süßerei, ach wie schön. Gefällt mir total kein Mensch. Ich war nein. Fällt mir kein Stubi, Alter. Ja. Ich weiß nicht, was haltet ihr denn davon, von dem Neubau? Naja, ist Spider-Kill-Sache. Hab ich hier vergessen, Licht zu bauen? Sorry, hier ist ein wenig dunkel. Kann man nicht bei euch erkennen? Weil hier war irgendwie so ein. Ja, hier ist eine dunkle Abteilung. Ich werde mal ausnahmsweise mal, dass man, naja, muss ich hier am Let's Play, sonst sieht man ja da kaum was. Ich werde mal hier ein bisschen Glowstone platzieren. Weil irgendwie da irgend so ein Dingsbumsbug da die Beleuchtung gekillt hat. Wahrscheinlich sehe ich das wieder. Wahrscheinlich verschweigt Spider-Kill wieder irgendwas.
Und nein, Leute, ich verschweige nichts. Also, so gesagt, ist das hier eine neue Formation eines Kühlhauses. Man kann ja auch sehen, man kann viel mehr gigantische Zuckerstangen anhängen als in der anderen Fabrik. Ist ja hier alles nach Reihe und Glied, nach Glied und Reihe und Reihe und Bumsele Bäh. Ja, schön. Spider-Kiss stellt eine süße Reihe Fleischerbrich vor. Da kommen wahrscheinlich das richtige Tiere Piñatas rein. Oh, Piñatas mit Süßigkeiten in der Reihe. Ach, wie schön. Bist jetzt voll auf dem falschen Trip? Keine Ahnung, ich bin bloß ein blöde Leute-Stuvi, aber das habt ihr bestimmt schon alle mitbekommen. Ja, Spider-Kill, rede mal von Thaddäus. Okay, ich rede von Thaddäus. Thaddäus ist mein bester Freund. Den hau ich immer die Fresse blau. Oder wir hauen uns gegenseitig die Fresse blau. Dann kommt noch Lois und Peter Schwammkopf zu. Dann gibt es drei Schwammkopfs vor Thaddäus. Hallo, hallo, hallo! Ich bin Lois Peter Schwammkopf. Was schnauze Magic werden sein? Nein, jetzt werden wir spielen. Kommt Thaddäus, halt die Fresse, Mann! Ich will mit euch nicht spielen, verdammt! Was soll denn das? Warum hast du mich beleidigt? Weil ihr alles Hackfressen seid! Drei Spongebobs, ist ja schon schlimm genug, dass einer so in der Welt rumläuft. Als ob du die ganze Welt besitzt! Ja, ich besitze eine Welt. Und das ist mein bekifftes, komisches Steinhaus mit einem hässlichen Smiley drauf. Ach, wie schön. Steinhaus mit einem hässlichen Smiley. Ah, das macht mal wieder einen wahren Spider-Blodde-Lodde aus. Ey, wie toll. Ja, Bob's Burgers ist gesund. Oh, hier ist auch noch ein Gang. Hallo. Warte mal, hier ist bestimmt wieder Beleuchtung. Tatsache, hier leuchtet der Raum wieder. Der andere war dunkel. Wie verschweigt dieser Stur wie wirklich nicht? Nein, ich verschweige bloß eins. Das nennt sich Family Patrick Star, wisst ihr, Leute? Family Patrick Star, ey. Mensch, du hast ja so eine hinter einem Kiffkopf, also. Man kann dich bloß heulen sehen. Ich denke an gigantische Zuckerstangen hier Fleischhaken hängen und ich habe keine abbekommen. Weißt du, wie er Luft gefressen hat? Weißt du, wie er Luft gefressen hat, alles klar. Jo, und was ist das? Eine Tür, die aber geschlossen ist. Was ist wohl dahinter? Darf ich gucken? Moment. Hallo. Hallo, große doppelblaue Metalltür. Wie geht's dir so? Bist schön gestrichen. Ja, lalalala. Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush. Crush, Candy Crush, lalalala. Candy Crush ist sehr gesund und da haut sich Spider-Kid selbst auf den Mund. So ein dämlicher Spruch, ey. Hier sind eben noch mehr so eine systematischen Aneignungen, wo eben entweder blutige Angelegenheiten oder Zuckerstangen oder Piñatas hängen, ganz genau. Wahrscheinlich hängen auch Abwaschschwämme dran. Denn kommen diese wunderschönen Metzgerleute und ritzen in diesen hängenden Schwämmen Smiley drin. Also wenn die hier an diesen Haken hier hängen. Schön, jetzt macht er aus einer armen Fleischerei eine Schwammerei. Also Spider-Kill, hätte ich mal gar nicht von dir vermutet, du Arschkrampä. Krampäu. Dann war Durchdrehfaktor, Stewie, Mensch. Also Spider-Kill, du bist so eine heue Suse. Nein. Laser! Hier irgendwo ein Laser! Hatte gehört, hier ist ein Star Wars Typ! Oh nein! Ich will kein Star Wars hier bei mir haben! Hört ihr, da ist ein Laser Typ!
Wo bist du, Lasertyp? Komm raus! Ja, bist du für mein, bist du für eine Fäscherei drinne? Ich glaub mal nicht. Ich will keinen Plot aus Star Wars Battle machen. Oh ja, ach, Spider-Kid, das ist ein Vogel, der von diesem Mod gekommen ist. Ich wusste nicht, dass das ein Vogel ist. Ich dachte, das wäre irgendein Star Wars Mannequin. Oh, Spider-Kid, jetzt hast du schon Wahnvorstellungen. Was soll denn aus dir bloß werden? Was das mir werden soll? Wollt ihr das wirklich wissen? Wenn ich 80 Jahre bin, wird das mir ein Grabstein. Das werde ich dann. Wow. Schön. Du wartest 80 Jahre, bis du ein Grabstein wirst. Was machst du denn innerhalb der Zeit? Eins. Ich sitz rum, nimm mein Heft und mal wieder SpongeBob-Zeichnungen drin. Dann stelle ich dir irgendwann in YouTube vor. Ei, wie schön. SpongeBob-Zeichnungen in YouTube vorstellen, habe ich ja schon in anderen 5 oder 4 Parts gemacht. Und ja, rechnen ist bei mir gar nicht der Fall der Sache, nicht wahr? Nein, nein, ist es nicht. Nur rechnen ist bei mir viel zu wehtunmäßig. Wehtunmäßig. Ja, so ist das. Und hier sieht man ja auch, dass die Arbeitsfläche als in der anderen Anlage viel mehr Platz ist. Also, man kann jetzt schon ein Schlachthaus in Normalgrillformat sehen. Also, schon, es ist keine Metzgerei mehr, ist auch kein Kühlhaus. Das ist jetzt ab sofort ein riesiger Schlachthof, so wie man ihn in der Realität kennt. Bloß, dass hier auch ein paar Süßigkeitenstangen hängen und Pinatas sowie SpongeBobs. Also das muss man mit einbeziehen, dass ja nicht nur blutige Angelegenheiten verarbeitet werden. Und da sind wir schon wieder ein Einblick von Spider-Kids komisches Pseudo-Traumwelt. Ganz genau. Und dann rennt er mit seinen langen Armen da, also mit den Orangen. Okay, orange Arm, sehr schön. Genau, und hier ist wieder eine Tür, die verschlossen ist. Verschweigt der Bengel irgendwas? Bengel, verschweigst du irgendwas? Bengel, was soll denn das? Bengel, du bist so krass. Ich weiß, dass ich ein Bengelein bin. Ja, feine Homie. Bengelein. Den hört man gleich herumschreien. Ah, Bengel! Ganz genau. Ja, Spider-Kid geht in dieser komischen Anlage total ab, ey. Und wie er abgeht. Er rennt immer von einem Raum zum anderen Raum, als wäre sein Hobbyleben, so gesagt, gar nicht erfolgreich angenommen. Ich weiß, dass mein Hobbyleben scheiße ist, Leute, das habe ich schon so oft versucht zu erklären. Leider heute es nicht hin, weil Tina scheiße ist, verdammt! Weil Tina scheiße ist. Ey. Himmel, Arsch und Stewie, ey. Ja, so ist das. Oh, guck mal, überall diese wunderschönen Haken. Ja, ich wandere mal weiter. Eine Wanderung ins Wunderland. La, 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 la. Was ist das? Hier sind auch wieder Metalltüren. Ja, ja. Aber der Gang ist so riesig. Darf ich mal ausmessen, wie lang der ist? Ist ja deine LP, kannst du ruhig machen, du Psycho. Okay, dann fange ich mal an. Oh, scheiße. Drück doch mal richtig, du Volldepp, Alter. Was kann ich dafür? Das ist das Spiel. Das hat es eingestellt. Ich war das nicht. Nein. Jetzt beschuldige ich mich wieder alle. Wir beschuldigen dich schon, dass du so ein scheiß LP abgezogen hast. So, mal sehen. 258 ist dann 100 Blöcke.
6, 5, 8, jetzt 110, 120, boah, 130 Blöcke lang ist die Fabrik. Ach du Scheiße. Ja, was hast denn da wieder angestellt, Spider-Kill? Sag mal, was hast denn da wieder angestellt, hä? Hast du große Fabrik gebaut, dass die Leute überfordert sind? Dass die Leute überfordert sind? So, halb sechs. Ja, jetzt rennt er da wieder in diesen Räumchen rum. Räumchen, Bäumchen. Räumchen, Bäumchen. Och ey, dein Reim ist wie ein Kindergartenkind, was den ersten Horrorfilm guckt. Ganz genau. Oh, jetzt auch wieder. Ja, du bestaunst die Tür an. Wow, eine große Metalltür, als sowas noch nicht erfunden worden ist. Spider-Key, aus welcher Zeit kommst du denn? Aus welcher Zeit ich komme? Ich komme so gesagt aus dem Minecraft-Zeitalter mit 45 Tagen. Also dieses Spiel ist 45 Tage alt und da gibt's schon Metalldoppeltüren. Spider-Ecke kommt wahrscheinlich nicht von dieser Realität. Nein, nicht so ganz. Ja, und was ist wohl das? Also, wenn man sich noch an Part 6 erinnern kann, weiß man, dass hier die blutigen an diese Tierchen da aufgehangen werden? Oder die Zuckerstangen? Oder wahrscheinlich auch riesige Tablets werden die aufgehangen? Wahrscheinlich werden die auch Plakate aufgehangen, wo drauf steht, Spider-Kill ist bescheuert. Das kann ja auch der Fall sein. Also hier wird alles Spider-Kill-Gedanken-Dingsbums aufgehangen. Ei, wie schön. Und hier ist wisst ihr schon. Der Todestrakt der Zuckerstangentiere. Ganz genau. Der Zuckerstangen-Animals. Candy Crush Mails. Schöner Regen. Hey, kannst du was fressen? Futter für dich. Ich habe eine Zuckerstange. Kannst du dran lecken. Schmeckt sehr gut. Zuckerstangen sind sehr gesund. Gesund im Hintergrund. Ja, schön, hast du schön gebaut. Geh da bloß nicht rein, und schließen sie den noch ein und lassen dich da unendlich lange Candy Crush spielen. Ist bloß mal so eine Vorstellung. Also, so gesagt, und wenn die Tiere hier und die anderen Sachen hier, wie die Spider-Kill-Hater-Poster hier angehangen werden, dann geht's ja erstmal wahrscheinlich jetzt im Export oder so. Und, werden dann so gesagt, hier, aus, ich sag's mal jetzt auf Mena-Sprache, wird eine Zuckerstange in der Mitte durchgeschnitten. Und dann verliert die eine Menge an Kalorien. Die Kalorien laufen dann hier unten rein. Dann wird's eine Sauerstange. Ganz genau. Ei, eine Sauerstange. Mensch, du hast ja einen Grips, als würdest du als würde Family Guy irgendwann mal eine anerkannte Religion werden. Oh ja, ich kenne Family Guy Religion. Wer war das? Nee, Bono war das nicht. Der Name fällt mir nicht ein, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ach, Fonz, genau, die Kirche des Fonz. Wird in Spider-Kills LP dann so gesagt eingeführt. Und dann sagen wir alle, wir müssen jetzt beten und sagen, hey! Wie bei Family Guy damals die Folge. Ei, wie schön. Und jetzt rennt er wieder in diesen Gang da rum. In der Candy Crush Spaltungsstation. Dann kommen so gesagt diese Sachen im Tier rein. Hängen da auch irgendwo sind die Zuckerstangen bei der Key? Du redest von Zuckerstangen und Pinatas, aber nichts hängt hier. Tja, ich belüge die Welt immer wieder. Muss man so sehen. Das ist so eine Sache zwischen Stewie und Family Guy. Ja, so ist diese wunderbare Welt, die jedem voll Stewie Manomar gefällt. Ei,
Heimischön. Lalalala, lalalala, hier ist wieder ein Kühlhaus. Seht euch das an, Arme habt ihr euch schon angesehen, ich weiß, ich renne nur Kreise. Okay, ich renne Kreise, nein, dann fang ich mal an. Nee, ich renne Kreise. Wow, bist du blöd, Alter. Wow, kein Wunder, dass ich kein Therapeut leiden kann. Nö, die Therapeuten sagen, ich bin eine Witzfigur. Oh, eine Witzfigur. Lachen ist lustig. Und da sitzen wir im Kühlhaus und sind nicht frustig. Schön. Da sitzen wir im Kühlhaus und sind nicht frustig. Oh, Spider, okay, jetzt hast du wirklich den Sinn im Let's Playern verloren. Wirklich? Ich habe ja bloß ein Schienensystem gebaut, wo Candy Crush Zuckerstangen hängen, aber egal. Das ist das Schienensystem, wo Candy Crush Zuckerstangen hängen. Wer mag denn keine Süßigkeiten? Also wirklich, wer ist denn so Make-up-Peter und isst keine Candy Crush Sachen? Komm schon, jeder hat mal Süßigkeiten gegessen. Die ist so klar, dass die aus gigantischen Zuckerstangen gestellt werden. Ja. Obwohl ja eigentlich so gesagt das Gegenteil von süß ist, mehr gesagt fleischig, aber in Spider-Kills komische Welt ist ja alles vorstellbar. Nicht wahr, Spider-Kill? Nicht wahr, Stewie? Tina. Ach du Scheiße. Ich hab so inne weg. Wow. Ganz genau. Der Idiotenklau. Ich hab den Idiotismus geklaut. Aber wer will schon einen Idiotitismus haben? Eine möchte einen Idiotitismus haben. Und wollt ihr wissen, wer das ist? Wer denn? Natina! Obwohl die wahrscheinlich auch ein bisschen schlauer denken tut als ich. Nee. Lalalala, ich renne in einer Fleischfabrik rum und hab so eine Langeweile und rede über Candy Crush. Und jetzt rede ich von Zuckerstangen in der Verteilungsstation. Lalalala, du bist so bescheuert, ey. Hast du dir schon mal reden gehört? Aber das habe ich schon tausendmal gefragt und immer kommt die Antwort nein. Mein Gerede ist bloß Gesumme, sum. Schlager. Schlager singen. Schläger singen. Schläger singen. Ei, wie toll. Er kann Schläger singen. Oh. Da sind mal wieder alle munter und blau. Munter Blaubeer. Wann haust du mal aus der Fabrik ab, ey? Da haben wir schon alles gesehen, verdammt du Arsch. Ich weiß, dass ich einen Arsch habe, den brauchen wir ja, um irgend so eine Sache mit anzustellen. Ja, dass man ein Kilogramm verliert, ganz genau. Schöner Vergleich. Ich weiß, dieser Vergleich ist mein bester Freund. mein bester Freund ist, indem ich aufs Klo setze und mir irgendwas vorstelle. Ei, Spider-Kill, jetzt hast du wirklich den Sinn des Let's Playern verloren. Jetzt aber mal wirklich! Aber der Sinn des Let's Playern ist doch nicht so schlimm, Leute. Guck doch mal, ich bin in einer Fleischfabrik drin und da hängt nichts und da steht nichts. Was willst du eigentlich von YouTube, Spider-Kill? Was ich will, ich möchte einfach nur meine Videos da zeigen. Ja, und so warte, und Videos zeigen. Schlimm genug, dass du in der Schule nur von Super Mario träumt hast oder von Candy Crush Gummibärchen, die in den Schlachthof hängen, ganz genau. Angie.
Nein, 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 Thaddeus, da macht man das nicht. Doch, 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 Thaddeus, si, Signore. Ich kann Spanisch, schön, schön. Geil, 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 jetzt gehst du jetzt, bist du voll von der Spur, ey. Der sitzt da und macht uns so eine komischen, komischen Sprachsachen. Ey, hast du schon wieder zu wenig Energy getrunken? Ja, das stimmt. Ich habe zu wenig Energy getrunken. Also muss ich schnell hier noch große Energy-Fässer hier an den Haken hängen. Dass ich wahrscheinlich, so gesagt, in meinem Leben wieder klarkomme. Gut, dann hängen wir jetzt in diesem Kiosk noch nur riesige Energy-Drink-Fässer hin. Ei, wie schön. Ja, ja, ja. La 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 la, ich wandere wieder herum. Bide bum, bide bum, bide bam bam bam. Bide bam bam bam, ey. Junge, hör dir doch mal selbst sprechen. Kann ich nicht. Selbst sprechen tut weh. Ich kann nur sprechen, was ich denke. Ja, dann denk mal an was Ordentliches. Ist ja was Ordentliches denken? Okay. Ordentlich. Das war aber nicht, das war aber total unordentlich, Spider Kill. Soll ich mal ordentlich denken? Okay. Candy Crush Verbot. Wow, du weißt mal, was im Verbot ist. Nein, Candy Crush Verbot ist ein Boot, was sie verfährt. Du bist in einer riesigen Candy Crush Welt, wo Zuckerstangen hängen und dann verlufst du dich. Und dann kommst du in dieser Fabrik an und siehst überall Haters. Und kommst in dieser Industrie rein und siehst überall Poster, wo drauf steht, Spider Kill ist ein Arsch. Und dann bist du natürlich gefragt, was mache ich denn hier? Und dann kommen so eine Metzger-Typen und sagen, wir bringen da jetzt bei, wie man Spider Kill noch mehr hasst. Ich glaube, dass man da mit diesen Metzger-Leuten sehr viel Spaß haben wird, wenn man auf eine Weiterbildung geht, wie man Spider Kill verachtet. Ja, so ist das. Ja, so ist der Ach du Scheiße, ja. So. Wow, jetzt war ja 35 Minuten eine Anlage drin. Naja, es muss ja auch mal so gesagt ein Abschied sein. Und deshalb werde ich nun so gesagt erstmal zum Ausgang gehen. Der Ausgang ist aber nicht im Zentrum der Fabrik, du Arsch. Ich weiß, ist nicht im Zentrum. Ich habe einen anderen Ausgang gerechnet. Mit einem anderen Ausgang geowation nennet. Der ist so gesagt hier. Oh, wie toll, ein Eckenausgang. So, ich muss mal wieder fliegen. Ja, und das war. Und hier fehlt der Untergrund, aber auch egal. Und ja, liebe Leute, das war meine so gesagt vergrößerte, verbesserte Version. Oder wahrscheinlich auch verfehlerte Version meiner neuen Schlachthausanlage. Mit Candy Crush Garantie. Oh ja. So, und damit werden wir auch die alte Fabrik verabschieden. Wir gehen da mal im Dunkeln rein. Gucken uns dann mal im Dunkeln an. Und dann gehen wir nochmal unsere Freunde nerven. Oh, ich habe Freunde. Das ist ja schön. Ja, ich habe schon wohl jetzt Freund. Aber ich glaube, er ist bestimmt auch nicht zufrieden, dass ich immer so eine Mist rede. Weil schon bei mir möchte auch was lernen. Aber das beherrscht der Blöde ja nicht. Seht euch nochmal in die dunkle Fabrik an, ich sehe gar nicht, ist egal, ist bei der Kiste blöd dazu. Das ist die Verdunklungsversion. Und da kann man sehen, dass diese Fleischerei so gesagt betriebslos ist. Ja. So, okay. Jetzt gehe ich nochmal gucken, was sich hier abspielt. Hallo Villagers! Wollt ihr alle Schmacht haben? Wollt ihr alle Schmacht haben? Wollt ihr alle, ja! Oh.
gute Weile. So, Leute, heute ist, also ich spreche jetzt mal die Villagers. Heute ist endlich Weihnachten. Und Gott sei Dank ist Spider-Kin ein ganzes halbes Jahr nicht aufgetaucht. Applaus! Applaus für uns! Ach wirklich? Ich soll Applaus sagen? Guck mal, wer hier ist! Oh nein, der Wichser verdirbt uns das Weihnachtsfest! Du verdammtes Dreckskanacken-Arschgesicht! Warum bist du noch nicht ins Gefängnis gekommen, ey? Ich hasse dich! Ich hasse dich über alles! Ich hasse es, wenn du in Klo-Kotzen gehst, verdammt! Du verdammter Lümmel, ey, du verdammter arschgefickter Dreck, verdammter Stewie Patrick Star, Wichskrückenarsch, fick deiner Bedura oder so, ist auch egal. Verpiss dich! Ich kann mich nicht verpissen. Dann sage ich bloß eins. Wir werden Dora auf dich. Wir werden Dora an deiner Fleischfabrik reinlocken. Nein, ich hau schon ab, ey, bloß nicht Dora. Das brauch ich mal ja nicht. Nee, in der Fresse. Ja, so ist das. Ei, wie schön. Ich will nochmal den Bürgermeister nerven gehen. Passt ja perfekt immer ins Abschied. Ich verdirb den Dorfbewohnern das Weihnachten. Ach, wie schön. Hier ist der Bürgermeister. Moment. Oh, du hast so gesagt, diese dämliche große Schlachthausanlage gebaut. Fühlst dich jetzt cool oder was? Sehr cool. Ja, dann sieht man auch, dass du geisteskrank in deiner Fresse bist. Wahrscheinlich hast du in deine Zähne schon Gravity reingesprüht, nicht wahr? Du hast in deine hässlichen Zähne Gravity reingesprüht. Also Graffiti-Fratze, sag ich zu dir ab sofort. Und weißt du, was du in deiner Graffiti-Fratze reingesprüht hast? Für ein Wort? Nein, weiß ich nicht. Ganz einfach. Dora Watcher. Nein. Ich guck Dora. Aber ja, die ist so beleidigt. Dein Arschgesicht, der verdammte Hurensohn. Dieser verdammte Krüger-Arschloch-Wichser. Verdammte kleine Drecks-Piss-stellste Mensch. Ja, so ist das, Leute. So, und jetzt muss ich erstmal meinen Kopf reinwaschen. Und dafür gehe ich nach meiner Waschstraße und sage, dass der Part in dieser Anlage, in dieser Trockneranlage vorbei ist. Wow, schön. Ich hoffe, du hast mal gelernt, irgendwas Schlaues zu reden. Wir werden sehen. Also bis dann.